Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Martin Rulsch, nicht Rulsch, bekannt unter dem Benutzernamen der Hexer. Wir sitzen in den Räumen von Wikimedia Deutschland und dies ist auch die erste Sendung, die mit Technik aufgenommen wird, die Wikimedia Deutschland angeschafft hat von den Spendengeldern, die die Leser der Wikipedia in der jährlichen Spendenkampagne freundlicherweise zur Verfügung stehen. Hallo Martin. Hallo Sebastian. Stell dich doch mal vor. Ja, mein Name wurde schon genannt. Rulsch, nicht Rulsch. Das geht durch die Gesellschaft anders los. Und ich bin vorgestern 30 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Und endlich 30. Ja, genau. Teenager- und Twen-Zeiten vorbei. Mhm. Bin ich jetzt ein Third? Ich weiß es nicht. müssen wir noch den Begriff etablieren. Ich habe Latein und Altgriechisch studiert, hatte auch mal ein Jahr Chemie davor, aber dachte ich, naja, wenn man Harry Potter schon lesen will, dann doch auf Latein und Altgriechisch. Und bin seit 2005 in Wikipedia aktiv, meinen Benutzernamen hast du schon gesagt. Der Hexer, das hat nichts zu tun mit irgendwelchen Zauberern, sondern mit dem Roman von Edgar Wallace, The Ringer, beziehungsweise auf Deutsch der Hexer. Das heißt, ich bin Mörder. Mittlerweile würde ich, glaube ich, den Namen nicht mehr wählen. Bitte, was? Du bist Mörder? Was hast du denn getötet? Naja, ich, ganz lustig. Hast du Kenny getötet? Nein. ich habe bisher noch niemanden getötet, außer vielleicht ein paar Bakterien, wenn ich jetzt mit der Hand quasi durch die Luft greife, schon wieder ein paar. Das tut mir auch sehr leid. Ich habe im Sommerurlaub 2004 oder 2005 meine Bücher ausgelesen gehabt und dann ein Dreiband quasi von meinem Vater gegriffen. Ich hätte also auch das Gasthaus an der Themse oder der grüne Bogenschütze heißen können, aber ich fand dann doch den Hexer eher eine listige Person. Ich habe seitdem das Buch über 10 Jahre nicht gelesen und habe, glaube im vergangenen Jahr mich nochmal durchgerungen, reinzuschauen, ob denn das wirklich so toll war, der Hexer. Ja, also ich glaube, ich würde etwas anderes wählen heute zur Lektüre, aber auch geprägt eben durch mein sehr literaturwissenschaftliches Studium. Mhm. Mit Wikipedia habe ich eigentlich in diesem Bereich wenig angefangen. Ich habe im Musikbereich mich zunächst engagiert. Wie alt warst du da, als du angefangen hast? Bist 18. Ich war niemals minderjährig. Ich bin kein junger Wikipedianer gewesen. Ja. Nee. Aber da kommen wir auch noch dazu, junger Wikipedianer, genau. Und Musikbereich relativ langsam vorangegangen und dann gab es so März 2006 den Bruch, wo zum ersten Mal jemand in einem Artikel, den ich beobachtet habe, vandaliert hat. Und ich wusste einfach nicht, wie man das meldet und wie man dagegen vorgeht, habe mich mit anderen Personen dazu ausgetauscht und dann war die Person doch schon gesperrt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wir arbeiten alle fleißig, konstruktiv am Projekt und irgendwelche Personen von außerhalb kommen und versuchen das zu kaputt zu machen. Und quasi seit über 10 Jahren verfolgt mich genau dieses Thema, eben den Artikelbestand zu beschützen, den Autorinnen und Autoren den Rücken frei zu halten, dass sie sich auf ihre Tätigkeiten konzentrieren können und dass ich eher so im Hintergrund ein bisschen werkele und versuche, Sachen zu bewegen oder meine Hände drüber zu halten. Und ja. Ist das jetzt deine Haupttätigkeit im Wikipedia-Umfeld, so im Hintergrund zu hausmeistern? In meinem ehrenamtlichen Feld schon, genau. Hm. Also du bist nicht mehr der große Artikelautor, sondern eher... Genau, da war ich noch nie. Also ich habe verhältnismäßig für jemanden, der wahrscheinlich, also der seit über 11 Jahren dabei ist, also eine zweistellige Anzahl an Artikeln selbst erstellt, ein paar mehr selbstverständlich noch verbessert. Aber so wirklich große Würfe, würde ich sagen, waren das drei große Artikel, an denen ich auch mehrere Wochen bzw. Monate gesessen habe. Dann aber tatsächlich zu meinem Studienfeld. Also das war die Ilias, das
erster Großepos der griechischen Literatur von Homer, Laokoon, der trojanische Schlangenpriester, und die Verfassungsdebatte bei Herodot, ein sehr spannendes Kapitel der allgemeinen Verfassungsgeschichte. Und ansonsten eigentlich in allen Bereichen tätig, Fotograf. Das habe ich erst über Wikipedia so entdeckt. 2008 gab es hier in Berlin einen Fotoworkshop und hatte schon eine einigermaßen gute Digitalkamera für die damalige Zeit. Aber wurde dann doch quasi überzeugt, dass das besser, wahrscheinlich sinnvoller wäre. Und habe dann 2009 muss das dann gewesen sein, am 6.2., einen Tag vor meinem Geburtstag, eine große Kamera gekauft, um jetzt mal Product Placement zu machen, eine Nikon D90, und der fotografiere ich bis heute. Was macht man auf so einem Fotoworkshop? Ja, zum einen sich erstmal mit der Technik selbst beschäftigen, das ist ja... ja, also da waren erfahrene Fotografen und genau. war auch richtig mit dem Dozenten oder... Genau, es war, glaube ich, noch, das war nicht der klassische Nürnberger Fotoworkshop, den es viele Jahre gab und auch noch gibt, sondern das war ein Ableger in Berlin, und habe daran teilgenommen, und da haben quasi Wikipedianer sich gegenseitig erklärt, wie das funktioniert. Wir haben dann eine Tour gemacht durch Berlin, und da haben dann die Ortskundigen Informationen gegeben. Unter anderem Kollege Mäfel, seit vielen, vielen Jahren unbegrenzt gesperrt, hat den Dorotheenstädtischen Friedhof erklärt und sowas. Also es, man hat quasi theoretisch was gelernt, über wie ist so ein Sensor aufgebaut, und wieso ist das, selbst wenn eine Kamera doppelt oder fünfmal so viele Megapixel hat, das nicht unbedingt ein Qualitätskriterium. Mhm. Es geht nämlich darum, wie viel Belichtung quasi auf den Sensor kommt. Und also wie viel der aufnehmen kann. Also wurden technische Hintergründe erklärt, genau. Wie man die Kamera richtig genau. hält, mit beiden Händen nämlich. Ja. Genau, und immer sicher, und wie rum man die Hände hält, wenn man es hochkant hält und so, um auch mehr Sicherheit zu haben. Und dann eben praktisch durch die Gegend gelaufen und haben dann fotografiert und das dann auch ausgewertet. Mhm. Fand ich toll. Und ja, das ist so ein größeres Feld, was mich dann seitdem verfolgt hat im ehrenamtlichen Bereich. Ich glaube aber, deine Frage zielte auch ab, ob ich dann noch etwas anderes tue neben meinem ehrenamtlichen Engagement für Wikipedia. Ja, ich bin seit 2006 Vereinsmitglied bei Wikimedia Deutschland, dem Förderverein der deutschsprachigen Wikipedia und freien Wissens allgemein. War dort in verschiedenen Funktionen tätig, im Community-Ausschuss, 2011 bis 2013 auch im Community-Ausschuss, was ist das? Da gab es ein Förderbudget, das quasi für größere Projekte angedacht war. Und der Ausschuss wurde verschiedentlich besetzt, und ich war da als ein Community-Repräsentant dabei. Da gab es noch ein paar so Streitigkeiten drumherum, sodass dieser Ausschuss dann... also quasi dieses Budget übertragen wurde in den normalen Fördertopf von Wikimedia Deutschland. Es war quasi ein Ansatz, Freiwillige entscheiden zu lassen, welche anderen Freiwilligen Fördermittel kriegen, um Projekte durchzuführen. Also Fördermittel im Sinne von Geld. Genau. Mhm. Ah, okay. Und was hast du noch gemacht? Du warst im Präsidium. Genau, das war, hat sich so relativ daran angeschlossen, und gedacht, ich möchte gern meinen Verein und die Ideen, die ich habe, mit einbringen in eine strategische Ausrichtung, und war dann von 2011 bis 2013 im Präsidium von Wikimedia Deutschland als Beisitzer. Das Präsidium ist quasi eine Art Aufsichtsgremium und kümmert sich eben vor allem um die strategische Ausrichtung des Vereins, ist von der Mitgliederversammlung gewählt und hat noch ein paar weitere Funktionen, wie beispielsweise den Vorstand einsetzen. Aber es ist so quasi die Hauptfunktion und Kontrolle der Tätigkeiten des Vereins zählt auch dazu. Und hast du kontrolliert? Ich habe kontrolliert, so gut mir die Unterlagen vorlagen quasi, und versucht, meine Vorstellungen eben gerade, da ich ja aus der Wikipedia-Community komme, im Interesse der Community zu vertreten und quasi diesen Punkt einzubringen.
Präsidium sind unterschiedlichste Charaktere dabei. Also es sind naturgemäß relativ viele aus den Wikimedia-Projekten dort, die dann auch gewählt werden, auch wenn die Mitgliederbasis von Wikimedia Deutschland ziemlich divers ist, sowohl an Fördermitgliedern als auch an aktiven Mitgliedern. Das heißt, da sind zwar auch aktive Mitglieder drin, aber die Überzahl sind Leute, eigentlich Leser der Wikipedia und anderen Projekte. Oder Interessierte an freiem Wissen. Die Mitglieder bei Wikimedia Deutschland. Mhm. Genau. Es gibt ja die Fördermitglieder, die geben quasi regelmäßige Spender, die sich besonders dem Verein verbunden fühlen. Und die aktiven Mitglieder, die sind quasi aufgerufen bei Mitgliederversammlungen, die Ausrichtung des Vereins mitzubestimmen, Präsidium zu wählen und Entlastung für vergangene Tätigkeiten. Und was ziehst du für ein Resümee über deine Präsidiumsarbeit? Eine sehr gute Frage. Es war keine leichte Zeit. Das liegt da auch daran, dass Wikimedia Deutschland eben, als ich angefangen hatte mit dem Präsidium 2011, einen Wandel in der Struktur hatte. Das heißt, vorher gab es einen hauptamtlichen Geschäftsführer und einen ehrenamtlichen Vorstand. Und zu 2011 wechselte dies in einen geschäftsführenden Vorstand und ein ehrenamtliches Präsidium. Das heißt, Strukturen waren noch nicht so etabliert, dass... War das nicht nur formell, dass irgendwas an der Aufgabe des ehemaligen Vorstandes jetzt im Präsidium geändert? Naja, wer am Ende quasi dafür haftet und wer quasi Verantwortung hat, das ist, glaube ich, schon entscheidend. Aber ein ehrenamtlicher Vorstand haftet doch eigentlich nicht, oder? Doch. Ganz andere Art als ein... Genau, es war für mich ein Grund, wieso ich vorher nicht in den ehrenamtlichen Vorstand mich darauf beworben habe, sondern ich wollte also quasi meinen Input geben, ohne tatsächlich für ein doch damals schon relativ großes, eine relativ große Organisation dafür in irgendeiner Weise besonders haftbar zu sein. Da muss ich mir mal einen Vereinsjuristen in den Podcast holen, weil da habe ich was anderes gehört. Okay, gut. Ja, also klar, es gibt natürlich auch eine Haftpflichtversicherung bei Wikimedia Deutschland, die solche Fälle abfangen kann und so weiter. Aber better safe than sorry, würde ich sagen. Hat auch, glaube ich, da dann eher bei mir zeitlich reingepasst. Ich hatte schon gesagt, Strukturen, das waren gefühlt ein paar strukturelle Schwierigkeiten, die wir hatten, die erst geklärt werden mussten. Das war dann, das hat sich, glaube ich, relativ hingezogen und so, dass man eben genau weiß, wie viel muss berichtet werden, wie viel möchte das Präsidium selbst hineingehen, wo geht man operativ rein, wo sind quasi die Grenzen zwischen den beiden, wo sind die genauen Rollen zwischen geschäftsführendem Vorstand und Präsidium. Da gab es ab und an schon. Ich höre so ein bisschen raus, dass du irgendwie bedauern raus, dass du vermutlich nicht zur inhaltlichen Arbeit gekommen bist, sondern eher mit strukturellen Sachen zu tun hattest. Ich habe versucht, Sachen reinzubringen. Wir haben, glaube ich, auch einige Sachen gut durchgeführt. Ich erinnere mich beispielsweise an die Reisekostenordnung, die wir relativ im Interesse der Community geschrieben haben, die, glaube ich, immer noch genauso aussieht. Und verschiedene andere Sachen. War schon eine relativ intensive Zeit, die man verbracht hat, so gefühlt jedes zweite Wochenende beschäftigt und mit Community sich austauschen zu den Themen. Aber ja, es war auch relativ viel strukturell. Mhm. Das macht mir auch Spaß. Es ist jetzt nicht das Problem, aber es ist, ich glaube, ich habe zumindest das Gefühl, dass es in letzterer Zeit etwas klarer die Rollen sind und dadurch quasi es etwas fruchtbarer vorangeht. Okay, also du warst im Präsidium, dann warst du auch nicht mehr im Präsidium, aber du hast du noch andere Hobbys außer Wikipedia? Ja. Okay, was das da wären? Ich war mal in einem Bewerbungsgespräch, ich habe gesagt, ich versuche meine Hobbys so effizient wie möglich zu gestalten. Da hat mich die Person auf der anderen Seite ganz verdattert angeguckt. Aber Hobby, da muss man doch quasi
locker lassen und einfach so und dann macht man, geht man irgendwie hin oder so. Also ich möchte auch in meinen Hobbys quasi gut sein und vorankommen und da meine Erfahrungen machen und weitergeben. Bist du ein Streber? Ja. Da nehme ich kein Blatt vor den Mund. In der Schule auch schon? Ja. Warst du eher dann der Außenseiter oder war das anders? Ich war eher der Außenseiter, genau. Aber ich habe, wenn dann jemand Nachhilfe brauchte oder so, dann warst du der beste mich fragen. Freund. Ja. Mhm. Nee, also das habe ich auch gern gemacht. Also dann so war das jetzt nicht gemeint. Mhm. Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, so ein allgemeiner roter Faden in meinem Leben. Was hast du Hobby? Hobby, genau. Bei Hobbys waren wir. Deswegen, ich versuche auch so Sachen zu kombinieren. Ich zeige sehr gern meine Stadt. Privat da natürlich jetzt oder machst du das Stadtführer? Nee, privat. Das heißt, wenn halt Berlin ist deine drin, Stadt. Du genau. Klingst aber nicht wie ein Berliner. Es liegt daran, dass meine Mutter Germanistik studiert hat. Hauen mir jede Menge Leute das um die Ohren, aber du hast, ich höre jedenfalls kein Berlin raus. Also wenn du willst, kann ich auch Berliner, das ist überhaupt kein Problem. Wirkt aufgesetzt. Nee, das ist nicht so. An der Schule hast du so gesprochen. Das ist ganz lustig. Als ich an der FU studiert habe, das ist ja im Westen, da haben meine Kommilitonen aus West-Berlin gesagt, du redest aber komisch. Du bist nicht von hier. Da habe ich gesagt, nee, ich komme aus dem Osten. Aus Ost-Berlin. Ja, damals noch in der DDR geboren. Das ist ja auch kulturell noch bringt. Marzahn. Marzahn-Hellersdorf. Ich bin seit 30 Jahren Marzahn-Hellersdorfer. Tatsächlich Entwicklung von Plattenbau zu sechs Parteien. Sogenannte Stadtvilla hieß es. Am Erholungspark. Ehemals Gartenschau, jetzt Garten der Welt, künftig IGA-Gelände. Ja, wie weit ist denn die Seilbahn? Kann man da endlich mal mitfahren? Die fährt. Die fährt schon? Genau, und von meiner jetzigen Wohnung sehe ich auch, wie sie fährt. Das ist sehr schön. Also hin zum Europas größten Ein- und Zweifamilienhausgebiet, mit meinen Eltern ein Häuschen gebaut. Du wohnst bei Mutti? Nein, ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, ich habe meine eigene Wohnung. Aber es ist so quasi, man denkt, Marzahn, na gut, Plattenbauten. Im Marzahn hat zwei Teile. Es gibt viele, die das sehr mögen, dort in der Platte zu wohnen, oder auch schon immer gemocht haben. Ja. Also es gibt aber zwei Teile. Im Marzahn Süd ist Biesdorf und Hellersdorf Süd ist Kaulsdorf und Mahlsdorf. Und Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf ist Europas größtes Ein- und Zweifamilienhausgebiet. Gibt halt ganz unterschiedliche. Das muss man ja auch mögen. Das muss man auch mögen, genau. Also ich hat beides so Charme, hab beides erlebt. Das ist auch ganz spannend, also so wie in Berlin sich quasi die... Du hast also nie in einem Altbau in der Studenten-WG gelebt? Nee. So wie sich in Berlin quasi man Streifen ziehen kann, wie gewählt wird. So im Südwesten ist schwarz, Mitte ist rot mit Friedrichshainer grünem Fleck und im Ost, Nordost ist dann tiefrot oder ganz an den Rändern blau. So haben wir es auch exakt in Marzahn-Hellersdorf. Wir haben Marzahn-Hellersdorf, also Biesdorf-Kaulsdorf-Mahlsdorf, CDU, schwarz, in der Mitte ist es rot und dann geht es zum Dunkelroten relativ schnell und leider auch an den Rändern dann blau. Hobbys waren wir aber trotzdem noch. Wir reden die ganze Zeit über Hobbys und schweifen mal ab. Also Base Jumping nehme ich mal an. Nee. Bist du schon mal Base gejumpt? Nee. Ich auch nicht. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, sage ich mir dann immer. Ja. Ich habe mir eher ein etwas ruhigeres, sanfteres Hobby zum Ausgleich gesucht von einem Wikipedia und Wikimedia Gitarrenspiel, das ich an der Schule gelernt habe, wo ein Mitschüler von mir gesagt hat, ach, immer dieses Keyboard spielen, was wir in der Schule lernen, ich bringe euch jetzt Gitarre spielen bei. Konnte die Lehrerin überzeugen und dann konnten wir alle dort Gitarre spielen. Hab das dann für einen kurzen Zeitraum am Anfang meines Studiums vernachlässigt, aber dann quasi schon seit über 10 Jahren spiele ich. Naja, jeden Tag ist vielleicht übertrieben, aber also immer wenn es eine Gelegenheit gibt und spiele ich dann ein wenig. Jetzt mit Fulltime-Job und kommen wir jetzt zum nächsten Thema.
Fulltime-Job ist natürlich schwierig, zumal auch mein Mietvertrag sagt, dass ich nach 19 Uhr keinen Lärm mehr machen soll. Das heißt, die E-Gitarre, die ich habe, kann ich nur leise spielen oder mit Kopfhörern. Oh Mann. Und die kann ich nur ein Passivhaus im ersten Obergeschoss empfehlen. Ja. Ihr könntet wir Krach machen, wie wir wollen. Ja. Das ist alles so gedämmt. Das war meinen Eltern natürlich auch einfacher. Mhm. Klar, aber mein Gott, ich kann auch leise meine klassische Gitarre spielen. Ja, das stimmt. Hört niemand. Das ist Wusst definitiv man, leiser, als immer wenn man Stairway to Heaven oder Smoke on the Water spielen. Sondern ich bin ja eher der Klassik? Ich bin der Death Metal Typ. Ah. Aber grundsätzlich spiele ich Gitarre, also alles. Was irgendwie. Also ich mag Gitarrenklang und In der Wikipedia bist du, hast du selber gesagt, Hausmeisterjob, aber das geht ja bis rauf zum Steward und auch international. Erzähl mal da ein bisschen was von. Genau, also ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass ich irgendwie in die Vandalismusbekämpfungsecke gekommen bin. Genau, also Vandalismusbekämpfung. Dann erklär mal, was ein Steward macht. Ich glaube, das weiß ich, habe ich wieder vergessen, dass mir das noch mal erklärt. So, und international dann auch wieder in Zusammenarbeit klappt. Ja. Genau, also ich, Vandalismusbekämpfung, also wenn Personen destruktiv Wikipedia verändern, Person X ist doof oder die, sowas reinschreiben oder irgendwelche Jahreszahlen fälschen, dann gibt es Personen, die sich quasi zum Hobby gemacht haben, genau dies zu beobachten und zu verhindern. Beobachten alle Artikel sozusagen, letzte Änderungen oder sowas? Genau, sie schauen, also zum Teil macht man das über die Beobachtungsliste, aber größtenteils geht man in die Spezialseite letzte Änderung, wo wirklich jede Änderung angezeigt wird. Da gibt es natürlich verschiedene Tools und Werkzeuge, wo man das filtern kann und dass ich das vereinfachen kann. Kleinigkeiten habe ich auch selbst programmiert, um mir das Leben einfacher zu machen. Über diesen Weg quasi, dass ich auch selbst aktiv dagegen vorgehen kann, indem man wiederkehrende Störenfriede sperrt oder auch Seiten schützt, wurde ich Administrator in der deutschsprachigen Wikipedia im Oktober 2006 und hatte eigentlich vor, mal nur so 4 Tage in die englischsprachige Wikipedia zu schauen, habe einen kleinen Blogbeitrag dazu geschrieben, wie merkwürdig das da drüben quasi ist, ja jedes Projekt unterschiedlich aufgebaut mit unterschiedlicher Struktur und Kultur. Und irgendwie hat mich das doch gereizt. Und dann war ich quasi, bin ich ein bisschen hängen geblieben in der englischsprachigen Wikipedia. Und ein Kollege aus damals Leipzig meinte dann, naja, das gibt es ja auch international. Also gut, deutschsprachige Wikipedia gab es, glaube ich, damals auch so 250 Admins. In der englischsprachigen Wikipedia gab es da 1500, als ich Admin wurde. Ich dachte, vielleicht kann ich mich auch irgendwo anders einbringen, wo noch mehr meine Hilfe quasi und Unterstützung sinnvoll ist. Und dann habe ich geschaut ins Internationale. Ja, es gab damals, glaube ich, 750 Wikimedia-Projekte. Wir sind jetzt bei rund 900. Und nur so 100, 150 sind wirklich groß und so eigenständig, dass sie sich komplett selbst verwalten können. 900 Wikimedia-Projekte, ich meine, so viele Sprachen gibt es ja gar nicht. Wie kommt man auf 900? Also es gibt ungefähr 2200 Sprachen. Stimmt, ja. Aber stimmt, ich hatte jetzt die Staatenanzahl, das sind ja 100 irgendwas. Genau, sind 200 plus knapp. Stimmt, Sprachen gibt es ja viel mehr, ich Dummerchen. Genau. Also aber und Sprachversionen, wie viel gibt es da jetzt von der Wikipedia? Von der Wikipedia gibt es um die 295, müsste jetzt die genaue Zahl haben. Jetzt aber sind wir bei 900, das kommt wie? Genau, es gibt ja nicht nur Wikipedia als Enzyklopädie, es gibt ja Schwesterprojekte darüber hinaus und auch die gibt es in unterschiedlichen Sprachen. Das heißt Wiktionary beispielsweise als Wörterbuch oder Wikisource für Quellen. Wikiquote für Zitate und so etwas. Und das gibt es nicht, also es gibt es in deutscher Sprache, es gibt es auch. Und dann jeweils noch ein Sprachversion. Genau. Ja. Genau. Nur bei Wikidata ist es anders, da gibt es nur ein Projekt. Genau, es gibt übergreifende Projekte, die Wie Commons und Wikidata. Genau, und um als drittes zu nennen, das, wo ich mich dann engagiert habe, quasi sogenannte Meta-Wiki. Das ist eines der ersten Wikis, das entstanden ist, gar nicht so groß bekannt, war ein Auslagerungsort der englischsprachigen Wikipedia von
Regeln und Richtlinien. Das heißt, es sind, wenn man heute dort durchstöbert, findet man dort noch relativ lustige Essays und Anekdoten aus den Frühzeiten der Wikimedia-Projekte, also besonders der englischsprachigen Wikipedia. Die Fundgrube für Historiker. Ja. Und das hat sich so, das MetaWiki als... Vorgestern hat mich jemand gefragt, wie eigentlich MediaWiki, die Software, zu ihrem Sonnenblumen-Logo gekommen ist. Und das ist tatsächlich erhalten geblieben. Es gab einen Logo-Wettbewerb für die Wikipedia, da hat der Puzzleboy gewonnen, damals noch in einer farbigen Version. Zweiter mit Klingonisch, die Sprachversion gibt es nicht mehr. Klingonisches Omega, genau. Ja. Oder Klingonisches O. Dann das zweite Logo, was damals zweitplatziert war, das ist das Logo von der Wikimedia Foundation geworden. Und das drittplatzierte ist das mit der Sonnenblume. Das hat Erik Möller gestaltet mit einem Foto von einer Französin, der Name fällt mir nicht ein, die auch im Präsidium von der Wikimedia Foundation war. Und das ist jetzt das MediaWiki-Logo. Ja, genau, aber du bist Stuart, das heißt, ihr seid so ein Geheimbund, der sich Livrees anzieht und immer in Seitengängen der Wikipedia-Projekte, Wikimedia-Projekte genau, also trifft. Wir haben immer so orangene Jacken, auf denen steht Stuart drauf. Das sind die, ja. Ich dachte immer, das sei hier die Stadtreinigung, aber nein. Nee, genau, also das MetaWiki ist quasi so das internationale Organisationswiki und wenn irgendwie in kleineren Sprachversionen irgendwie Not am Mann ist oder irgendwie administratives Eingreifen ist, geht man halt zu diesem Organisationsplatz und bekommt dort Hilfe. Man bekommt dort Hilfe vor allem von sogenannten Stewards. Mhm. Mit D übrigens in dem Fall. Stuart. Ah, ja. Genau. Ach, die Schiffs-Stewards haben T hinten. Also es gibt unterschiedliche Schreibweisen, aber die Schreibweise bei uns ist D. Mhm. Wurden quasi eingesetzt ursprünglich als Auslagerung von zur Entlastung von Entwicklerinnen und Entwicklern der Wikimedia Foundation, denn wenn irgendwie Nutzerrechte geändert werden mussten, mussten in den Frühzeiten das immer die Systemadministratoren bei der Wikimedia Foundation machen. Das wurde quasi dann auf die 2004 eine Gruppe gegründet, die Stewards, und wurde das ausgelagert. Und so hat sich das über die Zeit so ein bisschen miteinander vermengt. Also die Stewards sind immer noch, ich sage immer, Technokraten, die quasi alle Rechte in den Wikimedia-Projekten ändern können, die selbst auch relativ viele Rechte passiv haben, aber nur in seltenen Fällen einsetzen dürfen. Was unterscheidet Stewards von den Administratoren? Also Administratoren können Benutzer sperren, Seiten löschen oder vor Veränderungen schützen. Und die Stewards vergeben quasi solche Rechte. Sind quasi können Benutzerinnen und Benutzern Profile geben, wie eben Administratorenrechte oder Bürokraten-Check-User-Rechte und so weiter. Das heißt, also besonders in den Fällen, in denen eine lokale Community dies nicht macht. In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es Bürokratinnen und Bürokraten, die selbst Adminrechte vergeben können, quasi mehr Eigenorganisation im Projekt da ist, die auch besser die Regeln und Strukturen der Projekte kennen und letztlich dann da wirken. Aber in den 700 kleineren Sprachversionen gibt es manchmal gibt es nicht mal, das ist glaube ich drei Wikimedia-Projekte, in denen es noch gar keine Admin. Seiten gibt und dann gibt ein paar Dutzend, in denen es keine Administratoren gibt. Es gibt drei, wo es keine Seite gibt. Genau. Was bedeutet das? Ja, also zumindest laut Statistik. Also es sind dann irgendwelche Projektseiten. Also es wo kein Artikel drin genau. ist. Aber es gibt die trotzdem, die Projekte. Ich dachte, die Projekte müssten erst eine gewisse Größe erreichen, bevor sie online. Damals. Heute funktioniert das alles über das Inkubator-Wiki, wo vorher quasi ein Grundbestand aufgebaut wird, wo eine aktive Community vorhanden sein muss, bevor dann das Language Committee quasi entscheiden kann, okay, die Sprachversion kann jetzt live gehen. Es gibt ein Inkubator-Wiki. Wie ist da die URL? Incubator.wikimedia.org. Und da findet man Projekte im Larvenstadium.
Genau, zum Beispiel die altgriechischsprachige Wikipedia wird voraussichtlich von dir, immer die dort von dir sein. Betrieben. Nein, ich habe da noch nicht gearbeitet. Mhm. Die wird voraussichtlich nicht in offizielle Sprachversion werden, da das Language Committee sich gesagt hat, na gut, Latein haben wir jetzt schon irgendwie als tote Sprache, pseudo-tote Sprache genehmigt. Klingonisch wurde beispielsweise wieder rausgeworfen, auch Tokipona, aber wir nehmen keine toten Sprachen auf. Weil sich keine ausreichende Community bildet oder warum nicht? Da kannst du gerne dich mit den deutschsprachigen Language Committee Mitgliedern unterhalten. Letztlich, also die anderen Prämissen, es muss halt eine aktive Community sein und es sollten schon Inhalte da sein, dass es irgendwas bringt. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man quasi sagt, wenn es niemand wirklich gibt, der das muttersprachlich hat und für den andere Sprachen nur so Beiwerk sind, dann ist es schon schwierig. Ich beschäftige mich auch viel mit kleinen Sprachen und auch mit den Dialekten in Deutschland, mit den Dialektsprachversionen wie Niedersorbische Wikipedia, Obersorbische Wikipedia, da habe ich neulich mal Saterfriesische also, und so weiter. Die haben zwar einen gewissen Artikelbestand, aber die Edits, die sind sehr spärlich gesät. Genau, aber es ist für sie quasi die einzige Möglichkeit, die Sprache in dieser Form A zu konservieren, weiter lebendig zu halten und quasi Literatur zu schaffen. Es, Verlage drucken wahrscheinlich das auch nicht so intensiv. Für die Dialekte, in denen es keine Grammatiken gibt, ist es natürlich noch etwas schwieriger. Und so gibt es eben die unterschiedlichen Status der Dialektsprachversion. Gibt es da eigentlich irgendwie irgendwen, irgendwas, was so eine Communities fördert, im Sinne von nicht Geld geben, sondern die hegt und pflegt, oder müssen die das immer selber machen, diese Community, diese kleinen Sprachen-Communities? Also ich war bei Vorträgen zu den sorbischen Wikipedias, bei verschiedenen Konferenzen und ich glaube mich erinnern zu können, dass dort Thema war, dass man schon mit Vereinen, die Sprache unterstützen, dann zumindest in Kontakt ist. Aber wahrscheinlich werden dort auch die Ressourcen nicht ausreichen, um dann eben das groß voranzubringen. Das hängt also immer vom Engagement der Einzelnen ab, die sie an der Wikipedia als Autor haben. Genau. Okay. Vielleicht nochmal kurz zurück zu den Stewards. Also, ja, gerne. Genau. Wir mit denen, wie Rod Stewart. Tonight. Kümmern uns eben um kleine Sprachversionen, die selbst beispielsweise eben nicht gegen Vandalismus vorgehen können, weil ihnen aktive Administratoren fehlen. Wir kümmern uns aber auch um sogenannte höhere Benutzerrechte wie Check-User-Oversight-Rechte, also die IP-Adressen hinter Benutzerkonten bei Missbrauch anschauen oder besonders intensive Löschung von, also eine Entfernung von Inhalten, die missbräuchlich sind. Intensive Löschung heißt, dass Administratoren die nicht mehr sehen können. Bearbeitungen schon löschen können, aber sie sind dann nicht wirklich vom Server gelöscht, sondern sind nur unsichtbar. Sie machen sie eigentlich nur unsichtbar. Genau. Also und ein Steward oder wahrscheinlich ein Bürokrat in der deutschsprachigen Wikipedia kann es tief löschen oder nur das Du? Ein Oversighter. Es gibt auch noch Oversighter. Genau, Oversighter bzw. Suppressor, da gab es eine Namensänderung vor ein paar Jahren. Die Oversighter heißen jetzt Suppressor. Also die Funktion, die sie ausüben, ja. Also es gibt nicht mehr die Spezialseite Oversight, aber der Name ist weiter in Gebrauch. Ah, okay. Ja. Jetzt verliere ich den Faden. Es gibt Administratoren, Bürokraten, Suppressor und Stewards. Und Check-User. Ja, und es gibt noch ein paar andere wie Schiedsgerichtsmitglieder. So. Lass uns von Stewards reden, genau. Das Problem ist, wenn wir von Stewards reden, reden wir letztlich über alle Benutzergruppen. Denn weil? Stewards theoretisch jede Funktion einnehmen können. In dem Moment, wo quasi ein lokales Projekt nicht selbst diese Funktion übernehmen kann, weil
Personen nicht da sind oder gerade Notfall ist und so etwas. Sonst, wenn es in den Wikimedia-Projekten Personen gibt, die das ausüben können, treten Stewards dort nicht ein. Mhm. Beispielsweise ist so als Check-and-Balances-System eingeführt worden, dass Bürokraten Adminrechte vergeben, lokal, aber Stewards fast ausschließlich Adminrechte entziehen. Mhm. Sodass eben nicht irgendwie ein Bürokrat einfach wild irgendwelchen Vandalen und Trollen Adminrechte geben kann und die dann noch mehr Schaden zufügen, sondern und er das quasi auch wieder entziehen kann und das quasi nicht groß auffällt, sondern dass da schon halt eine Kontrolle stattfindet. Und dass auch ein Bürokrat nicht einfach quasi die anderen Admins entrechten kann und dann quasi nur noch selbst diese Funktion ausüben kann. Stewards sind sollen keine Entscheidungen treffen, also sollen nicht sagen, okay, dieser Admin ist jetzt doof, er verliert jetzt seine Adminrechte, sondern es muss vorher ein Konsens in den lokalen Communities über das, was quasi die Stewards machen sollen, entstanden sein. Setzen quasi Sachen um. Genau. Das funktioniert natürlich in gewissen Rahmen und in gewissen Grenzen. Das heißt, manchmal ist es auch nicht ganz klar. Wir versuchen uns aber zumindest rauszuhalten aus inhaltlichen und persönlichen Konflikten. Das ist in manchen Sprachversionen sogar so, dass dann tatsächlich die Projekte dann gehemmt werden, dadurch, dass es zwei oder drei, kann man tatsächlich so sagen, verfeindete Parteien gibt, die Schwierigkeiten bereiten. Das ist muss jetzt nicht unbedingt so etwas sein wie in der portugiesischen Wikipedia, wo das portugiesische Portugiesisch und das brasilianische Portugiesisch so einen kleinen Konflikt haben. Ach so. Das ist beispielsweise auch zwischen den verschiedenen Sprachen. Stelle ich mir aber auch schwierig vor, weil die schon abweichen voneinander, die Sprachen. Und dann wir haben ja auch den Jänner in der deutschsprachigen Wikipedia. Ja. Und das war ja auch der Grund, wieso beispielsweise in der spanischsprachigen Wikipedia. Also Jänner als österreichisches Wort für Januar. Genau. Mhm. Das war auch der Grund, wieso in der spanischsprachigen Wikipedia relativ früh eine Abspaltung des spanischen Teils stattgefunden hat und vor allem die lateinamerikanische Community das Projekt vorangetrieben haben, sodass es für die aus Spanien kommenden Editoren relativ schwierig war, da quasi Stand zu finden. Die Abtrennung der spanischen Community passiert ja wegen der Auseinandersetzung um Werbung in der Wikipedia. Die haben dann die Wikipedia Libre oder sowas gegründet? Enzyklopädia Libre, genau. Ach so, und die ist dann aber eingegangen, mangels Teilnahme dafür. Es gab ja immer noch die spanischsprachige Wikipedia, die aber dann südamerikanisch dominiert war. Aha. Klar, es ist ja auch die größere Sprachcommunity, ist irgendwie nachvollziehbar. Ja. Und die Stewards waren da auch verwickelt? Also dann als wir sind da nicht verwickelt. Und das war auch vor den Zeiten, bevor die Stewards so ein bisschen bekannter und wurden und auch eher so, wenn irgendwas international mehrere Projekte betrifft, dann muss man ja irgendjemanden fragen. Es gibt kein globales Schiedsgericht oder Konfliktlöse-Gremium. Es gibt halt nur die Stewards. Und die sind eigentlich wirklich für irgendwelche Nutzerrechte zuständig und nicht für inhaltliche Konflikte. Das heißt, auch wenn das manchmal von ihnen quasi gewünscht wird, Sie hätten gerne einen Richter, aber ihr seid nur die Henker. Die Hexer. So dass eben beispielsweise ein Konflikt zwischen der tschechischen und slowakischen Wikipedia, da gibt es immer wieder Streitigkeiten untereinander, auch zwischen der serbischen, kroatischen und serbokroatischen Wikipedia. Wie kann es denn Streiten zwischen zwei Projekten geben? Also tschechisch und slowakisch sind doch zwei verschiedene Sprachen. Ja, aber die verstehen sie ja schon, können auch schreiben und versuchen dann irgendwelche... ihre politischen Ansichten jeweils. Das ist ja eklig. Und bei dem
ja, serbischen, kroatischen und serbokroatischen ist es. Ja, noch schlimmer. Ja, also sowas gibt's dann und das wird dann eben auch ins MetaWiki getragen. Da gibt's dann sogenannten Request for Commons, Meinungsbild, wo die sich dann austauschen und man es quasi niemand gibt, der da eine Entscheidung trifft. Das könnte rein theoretisch jeder Meta-Admin und wahrscheinlich auch jeder Steward machen. Aber es gibt nicht irgendwie, dass man sich das abspricht und so. Das ist eben das merkwürdige und sonderbare MetaWiki. Da kommen aus ganz vielen Projekten Leute hin. Für manche ist auch Meta quasi Heimat-Wiki, die sich da eingefuchst haben. Aber es ist eher doch ein loser Bund. Da sind die Stewards schon eher etwas, eine Gruppe, die häufiger was miteinander tut. Wir haben eine Mailingliste, wo wir uns austauschen. Wir haben internes Wiki. Wir haben uns auf Wikimanias bisher schon ein paar Mal getroffen. Wir hatten jetzt auch ein Steward-Treffen 2015 bei der Wikimedia Foundation. Das heißt, wir haben jetzt monatlich eine Telefonkonferenz mit der Wikimedia Foundation zu schwierigen Fällen, zu globalen Bannen und sowas. Und gibt es da nur übergreifend Stewards oder auch in den einzelnen Projekten Stewards? Es gibt nur übergreifende Stewards. Ah, also Gruppe von wie vielen Leuten ist das? Das sind derzeit 30, 32. Mhm. Davon vier deutsch-muttersprachlige, jedoch davon eine aus dem Inkubator-Wiki kommt. Mhm. Eine aus der Simple English Wikipedia. Und ein Entwickler, der Humann aus der deutschsprachigen Wikipedia und ich als auch aus der deutschsprachigen Wikipedia vor allem. Und eine kleine Gruppe, wovon nicht alle so sehr aktiv. Wir haben auch nicht alle Sprachen vertreten. Ja, geht ja auch nicht. Klar, geht nicht bei so vielen. Also auch nicht, sagen wir mal, also wir haben nicht alle UN-Sprachen vertreten, glaube ich. Wie alle acht. Acht gibt es. Ja. Das wären Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch? Das ist Arabisch. Chinesisch wahrscheinlich noch? Nee, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf. Ich weiß nur, dass es acht sind. Okay. Kann man ja in der Wikipedia nach. Genau. Ich hatte mal eine kleine Statistik dazu gemacht, welche von den großen Sprachversionen, welche Personen uns fehlen. Das war gerade, wir haben auch kein Koreanisch dabei. Mhm. Japanisch ist auch nicht dabei. Also das ist klar, Englisch ist unsere Verkehrssprache, mhm, auch allgemein im MetaWiki, aber gerade wenn es in die Richtung geht, ist es jetzt hier wirklich, stimmt das Ergebnis in der japanischsprachigen Wikipedia darüber, dass die Person abgewählt werden soll und die Adminrechte entzogen werden, wäre es ja schon hilfreich, dann quasi jemanden zur Unterstützung zu haben und zu sagen, okay, das stimmt so. Ihr habt also noch kein Formularwesen entwickelt, wo Nein. man dann einfach nur Kreuzchen setzt? Nee, Gott. Wir haben natürlich irgendwelche Vorlagen auf den Anfrageseiten an uns, aber ja. Und gerade, also Konflikte, da waren wir ja auch, da geben wir vielleicht unsere Meinung ab, aber das ist, da halten wir uns zurück. Okay, also halten wir fest, Stewards gibt es etwa 30, übergreifend, mhm, über alle 900 Projekte. Gerade sind Steward-Wahlen, bitte ja, gern mitmachen, wenn man das liest. Wir haben gerade begonnen, genau. Genau. Und wen das interessiert, der sollte sich da unbedingt mit einbringen, weil man da einen Einblick in eine Wikipedia-Projekte, Wikimedia-Projekte kriegt, die man sonst nirgends sieht. Du redest viel von Konflikten. Kannst du so ein paar Beispiele sagen? Also du hast jetzt schon erzählt, Sprachversionen untereinander, ja, Vandalismus und so, aber das... Genau. Also ich glaube strukturell mit den Stewards, das haben wir durch, aber erzähl ja mal so ein paar Geschichten, damit man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, dass das nicht nur um Kleinigkeiten da geht. Ja, also wir haben quasi das Technokratische, haben wir quasi abgewirtschaftet, das ist richtig. Was quasi deutlich mehr eben auch, das ist auch eine ähnliche Entwicklung, nicht Stewards herangetragen ist, so Globales, globale Aktivitäten. Es war für uns anfangs relativ schwierig, in mehr als einem Projekt zu wirken. Wir hatten nicht die Funktion, nicht die Tools. Das heißt, ich erinnere mich daran, dass ich mir zeitweise in 150 Projekten lokale Adminrechte gegeben hatte, weil manch Scherzkeks halt meinte, durch alle Sprachversionen durchgehen zu müssen und dort den Unsinn reinzustellen. Und wir konnten niemanden global sperren und wir konnten nicht irgendwie in Projekten, mehreren Projekten schnell aktiv werden.
Und das hat sich glücklicherweise durch verschiedene Sachen geändert. Also technische Sachen. Genau, technische Sachen, wie beispielsweise globale Benutzerkonten wurden 2008 so halbwegs eingeführt. Ich habe mich dann dafür engagiert, 2013, 14, dass sie tatsächlich auch alle Konten global werden und das ohne zu großen Lasten für einzelne Community-Mitglieder. Genau, das kann ich mich erinnern, das wurde ja sehr gut begleitet von Community-Management. Wurde man angeschrieben, es wurde genau erklärt. Ja, genau, das habe ich gern ehrenamtlich getan. Haben sich trotzdem aufgeregt, weil sie den Namen verloren haben oder sich noch ein DE dranhängen mussten, so, aber im Großen und Ganzen ist es sauber über die Bühne gegangen. Genau, dafür, dass wir 2,5 Millionen Umbenennungen durchführen mussten. Ich hatte mich quasi selbst für zuständig erklärt, die aktivsten Leute anzuschreiben und denen meine persönliche Hilfe anzubieten. Genau sowas. Dadurch also vorher waren es ja lauter einzelne Projekte und man konnte in den einzelnen Projekten auch unterschiedliche Benutzernamen haben. Genau. Das heißt, wenn jetzt ein globales Konto eingeführt wird, trat auf, dass jemand seinen Benutzer hatte und allen Wikipedias dann auch diesen Benutzernamen hat, bis auf eine, weil jemand anders sich so genannt hatte. Doch. Zum Beispiel, genau. Das wurde jetzt quasi auseinandergewirtschaftet. Und so, dass alle damit leben können. Das war zumindest die Absicht. Also wenn irgendwer ein internationales Projekt startet, fangt damit an, überall die Währung gleich zu machen, die Benutzernamen gleich zu machen, die Datumsformate abzuklären, die Zeitzonen abzuklären. Naja, die Wikimedia-Projekte sind halt auch gewachsen. Wer hätte denn am Anfang gedacht, dass das irgendwann mal 900 Projekte sein würden? Ich hatte selbst auch angefangen, als ich mich ins Internationale bewegt hatte, ich übersetze halt meinen Benutzernamen der Hexer in die jeweiligen Sprachen. Ich hieß zuerst in der englischsprachigen Wikipedia The Wizard, weil The Warlock nicht mehr da war, verfügbar war. El Magico in der spanischsprachigen Wikipedia und Magus in der lateinischen. Und dann fiel mir so ein, als ich irgendwie in die koreanische gehen sollte, dass ich die Sprache gar nicht kann. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass dieses Konzept vielleicht doch verbesserungswürdig ist. Und dann habe ich mich quasi sehr schnell in überall in der Hexer umbenennen lassen. Und den Namen auch global gesichert schon durch der Hexer auch ohne Leerzeichen zwischen der und Hexer, ne? Genau, ich möchte also nicht, war das damals schon möglich, ein Leerzeichen? Ja, das war damals möglich, das war eine bewusste Entscheidung. 2003 ging es noch nicht. Und ich war dann einer der Ersten, wo die ein Leerzeichen reingekriegt haben. Nee, ich habe mich explizit dafür entschieden, weil ich weder einen Unterstrich noch ein Plus noch ein Prozent 20 oder ein normales Leerzeichen, also mir ging es da um die Enkodierung, dass man das irgendwie, dass das nicht das Problem sein soll. Alles klar. Genau, wir waren bei globalen Sachen und dadurch wurden dann Sachen auf einmal möglich wie globale Benutzerseiten, globale Benachrichtigungen, die Echo-Notifications beispielsweise und solche Sachen. Dadurch wurde es auch notwendig, dass nicht mehr lokal Konten umbenannt werden, sondern global. Das heißt, globale Umbenenner mussten eingeführt werden, die Gruppe. Da war ich auch mit beteiligt. Gut, aber erzähl mal erzähl mal schreckliche Sachen. Genau, ich erzähle jetzt mal schreckliche Sachen, denn dadurch, dass es, also ich glaube jetzt die global konstruktiven, muss jetzt auch mal sein hier im Podcast, nicht so ernst. Die global konstruktiven Sachen quasi erwähnt und die Hintergründe und den globalen Vandalismus hab ich schon angesprochen. Ich erinnere mich eben an die Zeiten, in denen irgendwelche Spambots index.php-Seiten gespammt haben durch diverse Projekte. Und das ging irgendwie immer weiter. Und dadurch durch die neuen Tools ist es mittlerweile uns etwas erleichtert, dagegen vorzugehen. Daran sind aber auch die Probleme gewachsen. Heute sind wir eher bei Fällen wie es gibt immer noch Spambots, die Benutzerinnen oder Benutzer, die tausende beleidigende Benutzerkonten anlegen, die wir dann sperren und verstecken müssen. Beleidigende Benutzerkonten, was ist das? Na, da ist dann da, der Hexer ist, nehmen wir jetzt was Freundliches, Steuerhinterzieher oder sowas. Wir können auch andere Sachen. Wir schreiben Beleidigungen machen in den Benutzernamen rein. Genau. Und versuchen dann dadurch in Versionsgeschichten den Namen zu platzieren oder an anderen Stellen. Und wir haben quasi die Möglichkeit, diese Namen zu verstecken als Stewards. Und
das sind quasi Sachen, die noch, also die uns jeden Tag begegnen. Also es sind nicht nur Beleidigungen, zum Beispiel könnte dann auch drinstehen, der Hexer heißt jetzt Martin Rulsch, das ist jetzt nicht so hundertprozentig bekannt in den Wikimedia-Projekten, empfehlen schon, und wohnt in Berlin. Und jetzt könnte ich auch noch sagen, wo, mache ich jetzt aber hier nicht im Podcast. Solche Fälle haben wir schon sehr lang und die sind auch sehr unangenehm. Aber da haben wir durch die neuen Tools deutlich bessere Eingriffsmöglichkeiten. Jetzt sind es eher bei uns solche Themen, wirkliche große Problemfälle, die auch ins echte Leben wirken. Themen wie, naja, es melden sich Personen an, die möchten gern mit jüngeren Wikipedianerinnen und Wikipedianern Austausch pflegen. Oder also sexuelle Interessen. Genau. Ziemlich offensichtlich dann. Auch nicht so oft, aber auch das gab es schon. Urheberrechtsverletzungen, also keine Kleinigkeiten, aber im Verhältnis. Und wir hatten auch mal jemanden, der diverse Passwörter gehackt hat und quasi dann auch mit anderen Konten agiert hat und Unsinn getrieben hat. Auch Personen, die dann quasi zu echt Leben treffen gehen und dort Frauen belästigen oder andere Personen belästigen oder sich unmöglich aufführen oder das auch immer online in der Wikipedia machen. Also was hat das jetzt mit deiner Arbeit zu tun, wenn die zu, also sie gehen zu Wikipedianer-Treffen, so wie Stammtische, genau, und beleidigen da die Leute, und wie wirkt sich das aus auf dein, also hat das jetzt mit dir zu tun, wie kommst du da ins Spiel? Ja, also zum einen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten dagegen vorzugehen, natürlich in den lokalen Projekten. Es ist aber so, dass Personen auch quasi das Recht zur Teilnahme an allen Wikimedia-Projekten verwirken können durch einen sogenannten globalen Bann. Da gibt es zwei Instanzen, die diesen quasi ein- und umsetzen. Das eine ist die Wikimedia Foundation, die quasi solche schwierigen Fälle, wie die schon genannten, ich komme gleich noch ein paar Beispiele, umsetzen. Und dann gibt es eben auch auf Meta die Möglichkeit, dass man quasi eine globale Umfrage startet, wo die globale Community daran teilnehmen kann, soll diese Person gebannt werden. Und das setzen quasi die Stewards um. Die Entscheidung trifft die Community und wir versuchen das so ein bisschen mit durchzusetzen. Da gab es dann eben auch Fälle von, dass Personen, dass diese Personen, die der echten Personen, die dahinter stehen, dann eigene Blogs geschrieben haben und dort Personen als Kinderschänder bezeichnet haben oder als was auch immer. Und gab es auch Personen, die quasi Personen hinterher schnüffeln, versuchen, die realen Identitäten herauszufinden und denen auch Drohbriefe schreiben, so etwas. Personen, die angedroht haben, ich treffe dich beim nächsten bei der nächsten Wikipedia-Veranstaltung, verfolge dich nach Hause und mal schauen, ob es dann deiner Familie noch gut gehen wird und so etwas. Also richtig krasse Fälle. In anderen Kulturen geht es dann noch drastischer, dass dort dann quasi politische Kontrahenten eingeschüchtert werden durch Folter beispielsweise und das mit der Androhung von Folter. Wahrscheinlich auch Durchführung, ja. So. Politische Kontrahenten über zu Themen in der Wikipedia. Genau. Und dann geht man dorthin und foltert den, weil der da was Falsches reingeschrieben hat. Oh, andere Länder, andere Sitten, ja. Schlimm. Also es sind Fälle, die dann wahrscheinlich eher nicht bei uns landen, sondern bei der Wikimedia Foundation. Und also uns als Stewards der Wikimedia Foundation, und die eben schauen, also kann sich online verfehlen, man kann sich auch offline verfehlen und manchmal auch in beiden, sodass man dann schaut, dass die Personen dann tatsächlich nicht mehr mitwirken dürfen. Und in dem Moment, wo quasi so ein globaler Bann ausgesprochen wird, haben Foundation respektive Wikimedia Stewards auch mehr Möglichkeiten,
gegen Nachfolgekonten, die sogenannten Socken, vorzugehen. Ich kann eben schauen, sind das dieselben Profile? Das heißt also, Personen, nachdem sie gebannt waren, legen einfach neuen Account an. Genau, und ein ist ein schöner Euphemismus. viele Hunderte, Tausende. Ja. Echt, ja? Und ihr könnt es aber irgendwie rausfinden. Oder versucht es rauszufinden. Genau, wir versuchen das rauszufinden. Ich will auch nochmal auf den Punkt jetzt, wo es auf persönliche Angriffe geht. Ich weiß, dass die Foundation da auch Kontakt mit den örtlichen Behörden aufnimmt, wenn das zu so, wenn so Sachen zur Erkenntnis kommen. Ja. Man kann sich auch direkt an die wenden, die haben auch eine Seite, wo man sowas melden kann und da Hilfe und Unterstützung kriegt. Genau, das heißt also. Und sachkundige Unterstützung. Ja. Es gibt die 24/7 Hotline, hätte ich es gesagt, 24/7 Mailadresse emergency@wikimedia.org, wo wirklich, emergency@wikimedia.org, wo tatsächlich rund um die Uhr erreichbar sind. Die Mitarbeiter der Wikimedia Foundation sind ja auch über den Globus verteilt, das heißt, also können das tatsächlich abdecken, sodass schwierige Sachen auch angesprochen werden können. Es gibt ab und an natürlich auch irgendwie Selbstmord-Androhungen, die werden zum Teil lokal dann eben dann die Polizei weitergegeben. Das können ja auch, jede Wikipedianerin wie jeder Wikipedianer machen. In Bundesländern, denen es schon Online-Wachen gibt, natürlich etwas einfacher. NRW ist, glaube ich, immer noch die beste Instanz, dass man vielleicht auch da das meldet und dann an andere, die reichen das dann weiter an andere Bundesländer. Also als Steward hat man dadurch, dass man sehr viele erweiterte Rechte hat, häufiger mit richtig schwierigen Fällen zu tun. Wie verarbeitet man sowas? Macht ihr so eine Supervision oder musst du allein damit fertig werden? Wir haben keine Supervision, wir sind aber mittlerweile bei der Foundation anerkannt und im Fokus, dass wir eine relativ wichtige Gruppe sind, um die man sich auch besonders kümmert, mit der man auch besonders gut zusammenarbeitet. Das heißt, wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis zur Wikimedia Foundation. Wir haben monatlich eine Telefonkonferenz, wo wir uns austauschen, wo solche schwierigen Fälle dann auch gegebenenfalls besprochen werden können. Gab echt Lebendtreffen und wir treffen uns jetzt auch wieder zur Wikimedia Conference. In Berlin kommen ein paar hierher zum Austausch. Also wir sind eine kleine Gruppe, aber ich glaube, wir haben da den Blick eben aufs Globale und wir versuchen zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt und unterschiedliche Herangehensweisen und das aber trotzdem irgendwie das Miteinander ein gutes sein sollte. Das ist auch persönlichen Antrieb, dass irgendwie der Umgang gut ist und Okay, du hast so mit den Abgründen in der Community zu tun, aber dann meiste Zeit, glaube ich, hast du eine ganz gute Zeit mit der Community, oder? Genau, deswegen, also ich habe sehr viel. Du kennst auch viele und unvergessen auch deinen Auftritt auf der Wikicon in Köln. Da wurden die Wiki-Eulen verliehen für besondere Verdienste in den Wikimedia-Projekten. Und deine Stimme war weg und du hast einfach deine Wortbeiträge getanzt. Pantomime würde ich es nennen, aber ja. Ich dachte an eine Waldorfschule. War ich nicht. Warst du nicht? Ah, okay. Nein, also mir bereitet es sehr viel Freude, in den Wikimedia-Projekten. Klar, ich kenne auch viele Schattenseiten, gerade der Umgang auch unter Freunden ist für mich zum Teil nicht nachvollziehbar, wieso man in dieser Art und Weise miteinander zusammen oder eher dann gegeneinander arbeitet, wo wir doch eigentlich ähnliche Ziele haben und das Projekt, die Projekte verbessern wollen. Aber tatsächlich, also ich finde es sehr spannend, sich auch mit Wikipedianerinnen und Wikipedianern zu beschäftigen, mit der Wikipedia allgemein. Dadurch, dass ich eben global aktiv bin, versuche ich auch so einen globalen Blick zu haben, auch auf die verschiedenen Chapter, die es bei uns gibt und die nationalen Fördervereine und so weiter, da irgendwie, wie das funktioniert. Also ich finde das total spannend, auch also einen Metablick auf die Wikimedia-Projekte. Du kennst auch viele
Deutschsprachig, genau. Zumindest persönlich. Und das, deswegen, also ich finde es total spannend, zu Treffen zu gehen und Personen kennenzulernen, auch neue Personen kennenzulernen, Freundschaften zu schließen dort mit Personen, die ähnliche Interessen haben. Und mein bester Kumpel ist Wikipedianer, ja, und auch aus den Altertumswissenschaften kommt. Und es ist immer wieder eine Freude. Ich sammle Personen quasi. Mhm. Ich sammle zwar auch Pokémon, aber ich sammle auch Wikipedianer und Wikipedianer wie Pokémon. Ach, diese Online, dieses Online-Spiel jetzt? Genau. Ah, ja. Wie heißt das? Pokémon Go. Pokémon Go, genau. Ja. Um nochmal Product Placement zu machen. neben den ganzen Wiki-Products, die wir hier platziert haben. Gut, dafür ist der Wiki-Stammtisch ja da. Und ich dokumentiere, wo ich Personen getroffen habe, weil das für mich so eine Erinnerungsstütze ist. Dann weiß ich, ich habe mit denen quasi da und dort dies und das erlebt, und es ist für mich Erinnerungen, schöne Erinnerungen an Veranstaltungen, an coole Projekte. Ich meine, ich habe über 200 verschiedene Veranstaltungen besucht im Rahmen der meiner Wiki-Tätigkeit. Von Stammtischen über Konferenzen zu welchen Workshops und Wiki-Picknicks. Und Wiki-Picknicks, ja. Ja. Und das verschiedene. Das nächste wird auch diesem Jahr, wird wieder in diesem Jahr ein Wiki-Picknick in Berlin geben. Super. Sehr schön. Gestern waren nämlich die Damen von den, wie heißt die, interkulturellen Gärten. Interkultureller Rosengarten. Rosengarten, ja. Rosenduftgarten heißt Rosenduft, oh ja. Hier und haben sich zeigen lassen, ganz interessiert, wie das mit der Wikipedia geht. Du warst ja auch kurz noch da. Genau, ja, ich kam noch nach der Arbeit noch ein bisschen um die Ecke. Genau, apropos Arbeit, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Genau, können wir auch noch, das ist natürlich ein großes, großes Feld. Wir haben ein ja großes schon Feld, nee, jetzt haben wir schon eine Stunde rum. Ich weiß noch etliche Themen, über die ich mit dir sprechen wollte. Ich würde mal sagen, dass du der Erste bist, der eine zweite Sendung kriegt. Oha. Ja, das ist mit Sigurd van Dijk werde ich das auch noch machen, weil ich hinterher noch erfahren habe, was der noch alles macht, außer dem, worüber wir im Podcast gesprochen haben. Ja. Nee, ich tatsächlich mache jetzt einen Cut einfach, weil die Leute auch immer schimpfen, wenn die Sendungen zu lange sind, weil sie dann, also eine Stunde schaffen sie immer auf Hinfahrt und Rückfahrt auf Arbeit, ja. Aber was, ja. Du verstehst das, ja, ich will dich nicht rausschmeißen, sondern okay. Verschieben. Ja. Ja. Hast du ein gutes Gefühl von der Sendung jetzt so? Ja, also, ja, auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, dafür ist Wiki Stammtisch, der Podcast da. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Also, ich weiß schon, einfach, also Wiki, um mir Spaß ja zu machen. Genau, Wiki steht ja im Namen. Also, informieren über die Wikimedia-Projekte. Und das ist, glaube ich, der Anlass. Und ich finde das echt sehr spannend, welche Personen du dort nimmst. Das ist ja auch wirklich sehr breit. Also es sind einige auch aus internationalen Projekten, die ich kenne und wo ich mich auch freue, was sie für ganz andere Schwerpunkte haben und die dann ganz verschiedene Themen ansprechen. Also für mich als jemand, der das global quasi auch mit vorantreibt und inhaliert hat quasi, finde ich das sehr schön. Ja. Sollte ich noch irgendwen einladen oder sind irgendwelche Felder noch nicht angesprochen worden, wo du denkst, da müsste mal jemand mal eingeladen werden? Mir fallen natürlich einige Personen ein, die man fragen kann, könnte. Ja. Da gibt es die Seite, also es gibt ja eine Wikipedia, eine Landingpage, eine Landungsseite. Wenn man in der deutschsprachigen Wikipedia ein Suchfeld eingibt, Wikipedia, Doppelpunkt, Wiki Stammtisch, dann kommt man da hin und da gibt es eine Unterseite Planung. Und da kann man Wünsche reinschreiben, wen ich einladen sollte, wen ich mal anfragen sollte. Da stehen übrigens auch die drin, die nicht da rein wollen, sodass man auch weiß, da brauchen wir jetzt nicht nochmal vorschlagen. Weil, okay. Was übrigens völlig okay ist, wenn man auch ablehnt. Also finde ich auch, muss nicht jeder will sich so preisgeben hier so. Ja, war ja schon ab und an in der Presse, mit der Presse in Kontakt und ich habe ja schon gesagt, mir bereitet es sehr viel Freude, sich auch allgemein damit zu beschäftigen, wie funktionieren denn eigentlich diese Wikimedia-Projekte und wieso machen Leute mit und wie kann man auch vielleicht neue dazu bekommen? Genau. Die Arndt-Frage. Warum machst du mit? Was ist deine Motivation, da mitzumachen? Was war sie damals? Was ist sie heute? Hat sie sich verändert?
Also ich Fresse habe ich immer gesagt, und das ist auch die Wahrheit. Ich finde, das ist das sinnvollste Hobby der Welt, weil man kann sich mit Themen beschäftigen, die einen interessieren, und dazu Wissen zusammentragen und das nicht nur für sich behalten, sondern auch gleichzeitig anderen quasi ein bisschen was erklären und beibringen. Ich habe mein Studium auf Lehramt bestritten, dann die pädagogische Ader durch. Das finde ich sehr sinnvoll. Und für mich persönlich ist es eben auch sehr sinnvoll, nochmal quasi die vierte Wand zu durchbrechen und das alles von außen nochmal sich anzuschauen, wie funktioniert denn das eigentlich. Deswegen finde ich es auch spannend, Personen kennenzulernen und auch mit Wikiforschern, quasi Wikipedisten, wie die da das ansehen, ob die da wirklich, ob die auch sich das deckt, meine Wahrnehmung mit ihren und Jakob Voss habe ich demnächst hier im Podcast. Ah, super, sehr schön. Ja. Und dann sicherlich bin ich auch dran. Gut, also in der nächsten Sendung mit dir werden wir darüber sprechen, über Jungwikipedianer auf jeden Fall. Das müssen wir. Dann musst du mir erklären, warum du noch nicht Altsprachenprofessor in Heidelberg bist. Dann ist die Frage, warum du so fest an Berlin haftest und nicht mal im Jahr irgendwo arbeitest, ganz woanders. Und dann auf jeden Fall interessiert mich deine Mitarbeit bei Wikimedia Deutschland. Ja, also da können die Hörer jetzt gespannt sein und können sagen, okay, die zweite Sendung lohnt sich auf jeden Fall. Mit Martin Rulsch. Ein Cliffhanger quasi. Genau. Und wenn die Sendung nie kommt, dann hören sie doch alle anderen Episoden, weil sie immer hoffen, jetzt kommt der Martin. Ne? Echt geschickt gemacht. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Ja, gerne. Du musst jetzt auch gleich zum nächsten Termin weiter. Oh, ja, wahrscheinlich. Na dann, frohes Schaffen. Danke. Und tschüss. Tschüss.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.